Die Illusion von einem glücklichen Leben. Bei einer Freundin ist gerade die Küche abgebrannt und sie hat keine Haftpflicht, nichts. Sie hat keinerlei Versicherung. Feuerwehr musste nicht kommen, Sachschaden. Aber tief unglücklich das Mädel. Arbeitet für einen Soziallohn. Emotional eine ausweglose Lage. Äußerlich geht's irgendwie weiter. Existenziell deprimierend. Ein Schulkind hat Kopfweh, bleibt zu Hause. Sie wird wohl die Schule wechseln, vom Gymnasium zur Real. Tja, was ist real, müssen wir uns immer wieder fragen. Wenn es Gott nicht ist, dann haben wir nichts. Und wir brauchen keine Phantasten. Wenn das Evangelium von Jesus Christus nicht konkret was zu sagen hat, wenn es nur emotional reicht, dann reicht es vielen. Dann wollen wir es nicht mehr. Gut so. Die Illusion von einem glücklichen Leben kennt nur ein Auf und Ab. Das ist hoffentlich bald allen Menschen zu wenig. Mit diesem Gebet, dem Vater Unser, sagt Jesus uns, dass er es uns begnadigen möchte und wir seinen Namen geheiligt haben, wenn er unser Vater ist, Gott unser Vater ist. Wir haben schon vielfach das Vater Unser gesprochen. Es würde bedeuten, dass wir uns selbst als Gotteskinder bezeichnen. Jesus Christus betet so zu Gott, seinem Vater. Und wenn wir das Vaterunser sprechen, tun wir ja so, als ob wir Christus wären. Und sicher ist uns die Bedeutung der Worte klar. Und wir stellten fest, wir sind eben nicht Kinder Gottes. Kinder Gottes, dessen Wollen und Handeln mit dem Willen des Vaters eins ist. Der Mensch ist mit all seinen egoistischen Eigenschaften dem Tod bestimmt. Und es ist eigentlich eine Art Lästerung, wenn wir uns so Christus gleichstellen. Nur seltsam ist, dass jetzt Christus selbst uns belehrt, Kinder Gottes zu sein. Das gilt, das Vaterunser gilt für alle, die aus Gott geboren sind. Und die Grundlage dafür ist die Vergebung und die Hinwegnahme der Sünde der Welt durch das Lamm Gottes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.